Wir müssen die Bevölkerung schützen. Das Gesetz heißt ja auch Bevölkerungsschutzgesetz. Und es ist auch völlig selbstverständlich, dass es zulässig ist, in unserer Gesellschaft zu rauchen. Und das ist auch in anderen Ländern so. Deswegen funktioniert ja auch der Freedom Day zum Beispiel sogar in Großbritannien, obwohl die ein sehr, sehr schlechtes Gesundheitssystem haben. Dafür muss ein Gesundheitssystem ausgestattet sein. Das ist keine schwierige Aufgabe. Klar ist aber auch, dass ich mich auf das konzentriere. Aber wenn jeder sich selber schützen kann, warum muss es dann noch der Staat tun?